Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, wir sind an unserem Zombie XP Grind Platz. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen unsere Tools repariert, Schaufel und die Silk Touch Spitzhacke. Die muss noch ein bisschen repariert werden, aber ich habe jetzt schon mal hier ein bisschen Dekoration reingebracht. Die ganzen Rüstungen, die ich jetzt hier von den Mobs gelootet habe, beziehungsweise als Glückshund hatte, habe ich schon mal zusammengecraftet, dass die Verzauberungen erstmal weggehen, weil mir bringt es jetzt nichts. Ich hätte jetzt auch einen Grindstone machen können, um die XP abzugreifen. Wollte ich jetzt aber nicht. So, und wie man sehen kann, ich habe unsere Wolle mitgenommen. Ich war auch nochmal kurz bei denen und habe das die Schafe geschoren. Ich platziere die mal, weil das hier sind exakt 16 Blöcke. Also mir persönlich gefällt es schon mal sehr gut. Vielleicht können wir hier noch ein paar Akzente setzen, was wir sich mit solchen Laternen oder halt hier noch eine Slab lang ziehen oder Stufen. Müssen wir mal schauen. Ich denke mal, Slabs könnten vielleicht auch gut aussehen. Aber wir werden jetzt erstmal die Decke dafür dann ausheben. Da wissen wir dann, wie viele Blöcke wir auch noch benötigen. 14, 16, 18, 20. So, na. Ja, wir müssen dann die Spitzhacke eh wieder reparieren. Also es ist gut, dass wir quasi hier gerade am Zombie-Spawner sind. Aha. So. Ich habe natürlich jetzt keine Möglichkeit, die irgendwo einzulagern. Wird natürlich jetzt gerade Nacht. Ah doch, hier habe ich noch ein bisschen Dark Oak Wood. Mache ich mir mal eine Kiste. Die ich jetzt mit reinnehme. Wir wissen ja, die haben wir jetzt hier schon verbaut. Bis auf das eine. Das setze ich mal die Kiste jetzt hier hin. Eins muss ich im Inventar lassen. Das kann ich hier lassen. Ich habe mir gleich mal das ganze Essen rausgesucht, was die getroppt haben. Deswegen nicht wundern. Zwischenzeitlich rufe ich mal immer wieder quasi abholen die XP. Nicht, dass er denkt, ja, macht ja alles im Kreativmodus dann. Ja, nee. Manchmal geht es schneller. Es kommt halt immer drauf an. So, das war jetzt unsere Behutsamkeit. Da wissen wir dann, wie viele Wollblöcke wir benötigen. Es werden noch einige werden. Da werden wir bestimmt nochmal die Schafe nochmal ein bisschen hochzüchten. So, aber jetzt hier alles so Stück für Stück. Ja, und wir werden dann auch den... ich werde dann nochmal mit euch zusammen dann eher Richtung Grundgestein gehen. Ich mache jetzt bloß mal die kleine Stelle hier. Es ist doch ein bisschen zeitaufwendiger. So, jetzt müssen wir schon mal, hier brauchen wir schon über ein Stack. Also wir müssen einiges an Wolle farmen. Ja, manchmal erwischen sie einen trotzdem noch. So, Bett. Dass wir mal kurz schlafen können, weil direkt am Spawner schlafen geht leider nicht. Ja, jetzt brennen hier natürlich die Mobs. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen jetzt zurück zur Base und da bauen wir uns halt jetzt mal runter zum Grundgestein. Gehen auch an den, ich nenne es jetzt mal Deep Dark Anfang vorbei. Und hoffen, dass wir mal ein paar Diamanten finden. Da lief gerade ein
Schlimm. Ja, ich hätte gleich mal noch hier die Rotten Flesh mitnehmen können, aber ich habe ja noch keinen Kleriker. Dafür müssten wir ja erstmal ins Nether gehen und eine Netherfestung finden. Wir waren zwar schon, ich glaube, ich hatte sogar keine Netherfestung direkt da. Ich habe auch nicht genau geguckt. Das war mir dann gerade ein bisschen zu. Ich wollte ja noch Soul Sand haben. Eigentlich könnte man gleich auch noch ein paar Lava-Eimer mitnehmen, wenn wir kurz in den Nether gehen. Da können wir uns halt genügend Obsidian ja, farmen hier drüben. Was ist denn das? Ein Chicken. Oh, das war jetzt so irritierend. Ja, maut's mal. So, dann will ich auch noch das hier ein bisschen schöner machen. Bitte nicht die Cobblestones austauschen. Mal schauen, mit was ich es mache. So, unsere Farm läuft. Das ist sehr schön sogar. So, müssen wir das Inventar ein bisschen ausräumen gehen. Naja, ist vom Essen her gut. So viel brauchen wir ja nicht. Wir können ja relativ schnell hochlaufen. Habe ich irgendwie Holz mit? Ja, gut, dass ich das mal drüben gelassen hat. Ich muss mir mal hier eine Ankommenskiste machen. Weil so viel Essen braucht man nun auch nicht beim Wunderbuddeln. Das nehme ich mit. Ich habe 60 Fackeln. Das nehme ich noch mit. Ich nehme einen Wassereimer auf jeden Fall mit, falls wir auf einen Lava Lake treffen. Der Ort für die Kürbisplantage müssen wir auch noch aussuchen. Ich war eins zu früh. So, wenn wir irgendwelche speziellen Erze finden, was das in unser Inventar nicht zumüllt, bauen wir mit Behutsamkeit ab. Alles andere nehmen wir unsere hier Spitzhacke der Efficiency und Fortune. Aber da könntest du gleich deine Spitzhacke reparieren. Ja, kann ich dann später auch noch machen. So. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, hier runter zu buddeln. Das ist ja hier breit. Das heißt, ich muss hier anfangen. Und ich hoffe mal, dass man jetzt nicht unbedingt da irgendwo langkommen. Sagen wir so, wenn jetzt hier Not am Mann ist, muss ich die so oder so reparieren. So, dass wir wenigstens zusammen auf Diamantenhöhe kommen. Vielleicht nehme ich das Deep Slate dann auch ein bisschen für die Base oder ich nehme nur Stone Bricks. Stone Bricks ist eigentlich auch ein schönes Material, von daher. Und vielleicht kommt irgendwann mal ein Wandering Trader nochmal vorbei und hat was Schönes für uns. Ich wollte bloß sicher gehen, nicht, dass da noch was gewesen wäre. So. So, für euch ist es eine ganze Weile her. Wir müssen jetzt noch im November. Ist allerdings ist schon in der quasi fast letzten Novemberwoche vor dem ersten Advent. Und für mich ist quasi Anfang November. Es tut mir leid, dass ich jetzt so viel im Voraus aufnehme, aber macht gerade übelst Bock. Bock, Bock. So, Gold nehmen wir so schön mit. Gibt eh keine XP, wenn man die abbaut. Weder mit Fortune oder Silk Touch. Deswegen Redstone wäre jetzt überlegenswert gewesen. Ich nehme mal ein bisschen davon. So. Muss ich nämlich mal hier ein bisschen bauen. Jetzt habe ich natürlich einen zu viel gesetzt. Kommt dahin.
So. Mit dem 9.1.21 Update kommt ja auch noch verbesserte TUF oder kann man was mit den TUF-Blöcken endlich anstellen. Deswegen nehmen wir sie mit. Irgendwie TUF und Kupfer. Wir werden sehen, so, wir müssen noch ein paar Blöcke tiefer. Quasi von wirklich fast auf Grundgestein. Ich glaube, minus 59, 58 ist optimal für Diamanten. Deswegen buddeln wir jetzt mal runter. Nicht, dass es sagt, nee, hast du da alles hier schnell im Kreativmodus gemacht? Ich gehe ja nicht in den Kreativmodus. Das ist Hardcore. Da hätte ich ja gleich im Kreativmodus spielen können. Let's Play Minecraft im Kreativmodus. Kommt nicht gut. Finde ich jetzt mal persönlich. Vielleicht finden wir auch hier noch eine Höhle. Oder direkt ein Lava Lake mit Diamanten. Werden sehen. Aber hier die andere Seite, die werde ich wirklich zwischen den Folgen mal runterbuddeln. Fackel. Und wir sind auf Grundgestein. Jetzt muss ich kurz gucken. Minus 58 ist eigentlich eine gute Höhe, außer ich finde jetzt hier noch ein bisschen. Ja, dann sind wir ja wirklich auf der besten Höhe. Das heißt dann für mich, ich muss den ganzen Dreierstreifen noch offscreen runterfarmen. Wir werden hier in den Vierergang weiter buddeln. Und ich werde hier immer wieder Minengänge, so zwei Armlängen reinmachen. Na, vielleicht finden wir halt hier ein paar Diamanten. Vielleicht dauert es jetzt auch 100 Folgen, bis wir mal einen Diamanten gemeint haben. Aber vielleicht geht es auch schneller als gedacht. Ich mache halt immer zwei Abstände. Finde ich angenehmer. Ja, es könnte vielleicht hier oben auch eins sein. Wir können halt, wenn ihr es wollt, mal ein paar Schritte machen. Da haben wir zwar viel Material, aber nur gut. Da haben wir viel Material. Probieren wir es mal. Ja, im Grunde genommen fehlt hier irgendwie so ein Werkzeug, was vielleicht am Ende 3x3 erbaut. So ein Hammer, der vielleicht nicht gerade günstig zu craften ist. Aber auch nicht unmöglich zu erreichen. Ach komm, wir machen jetzt ein was. Ich mache immer drei. Weil so haben wir gefühlt, hat immer einen Chunk ausgebuddelt. Und wir kriegen trotzdem noch ein bisschen Deep Slate. Wenn ihr eine optimalere Höhe habt für Diamanten oder was euer Favorit ist, wo ihr immer die meisten findet, schreibt es euch gerne rein. Ich bin da nicht abgeneigt. Auch mal eure Tipps zu befolgen. Man lernt ja nie aus bei Minecraft. Es ist ja ein immer was zu lernendes Spiel. Ja, mit Creeper oder so könnte man halt auch mit TNT arbeiten, wenn wir hier auch eine Creeper-Farm schon hätten. Aber da müsste ich dann immer so lange offscreen rumstehen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, weil wir sind Tag 84. Vielleicht machen wir dann in den nächsten Tagen nach Tag 100 eine Creeper Farm. Genügend Katzen haben wir ja. Zwei haben wir ja. Muss bloß die eine noch zähmen.
Wie bei den weißen Schafen. Ja, sowas würde sich halt mit einem Biegen noch schneller machen, aber wir haben kein Biegen, das heißt, wir müssen erstmal einen Loser klatschen. Aber da gibt es halt eine relativ gute Methode, allerdings müsste man dafür ins End. Dann müsste man die Bedrock-Variante, mit Bedrock arbeiten, dass der sich in den Bedrock reinglitscht und wir die ganze Zeit auf den hauen können. Na, da können wir uns hier ein Beacon hinstellen. Wir hätten ja hier Full Iron. Ich will jetzt nicht hier das noch unten wegkrabbeln. Ich mache jetzt noch einen Gang. Und vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht sagt Minecraft, ja, das hast du dir verdient. Oder Minecraft sagt, nö, du musst erst was verdienen. Und wie? Ich habe noch keinen Wandering Trader gesehen, der mir Bambus verkauft. Minecraft, also bitte. Wie du mir, so ich dir. Spaß. Rotstein. Wir machen insgesamt noch zwei Gänge. Aha. Diamanten. Gleich mal drei Diamanten gesnackt. Okay. Danke, Minecraft. Danke. Ich nehme die gleich alle mit. Wir haben ja eine Glücksreichspitzhacke. Das waren 8er Vorkommen. Und wir haben insgesamt 18 Diamanten. 18. Das heißt, wir können halt wirklich dann die einen Verzauberungstisch bauen, direkt in der XP-Farm, würde ich sagen. Snacken wir uns dann mal. Machen wir uns dann noch ein paar Eimer. Dass wir uns halt mal ein bisschen Obsidian farmen können. Weil wir hatten ja einen Lava Lake direkt an der Stelle. So, da haben wir gleich mal 18 Diamanten. Okay, Minecraft, ich bin sprachlos. Dankeschön. Dankeschön. 18 Diamanten. Ja, jetzt fehlt eigentlich bloß noch ein Ancient Debris, aber da bräuchte man halt so ein Template, um unsere Tools auf Netherite abzugraden. Ja, ist ein bisschen noch nicht so schnell schaffbar. Ihr wisst, was beim letzten Mal an der Bastion, an der kaputten Bastion passiert ist mit mir. Ich will nicht drüber nachdenken. Du bist gestorben. Ja, bin ich. Wie ein kleiner Hund. Ja, bin ich auch. So. Trapp, 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 trapp. Na, im Grunde genommen brauchen wir ja 20 Obsidian. Um gleich ein Netherportal im Nether zu bauen für unsere XP-Farm. Und eins in der Oberwelt. Direkt in der XP-Farm. So, ja. Jetzt hier haben wir das. Ein gutes Stuff. Hier haben wir noch mit Eisen. Warte, machen wir so. Ein Rotstein. Ein Diamant. Ah, oh, das ist so schön. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen das hier. Level 30 Verzauberung und dann halt ein Unbreaking. Also, wir brauchen 20 Eimer. Das heißt, das noch raus. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also muss ich den Wassereimer leer machen.
Es war sowas von klar, ich muss schlafen gehen. Gut, ich könnte jetzt auch noch den die Angel wegmachen. Aber jetzt willst du 20 Eimer verwenden. Ja, wir können ja mal ein bisschen was machen. Miete. Ja, mir ist es auch gerade eingefallen. Ich hätte ja normal unten drunter lang gehen können. Ja, das ist noch die Gewohnheit. Ich dachte gerade, ich habe wieder hier so einen Wandering Trader gehört. Balla balla, würde man manchmal sagen, ja. Im Grunde genommen fühlt es sich so an. So, wir brauchen 19 Eimer. Eine 57 Eisen. Wird grenzwertig, denke ich mal. 47 hätten wir. Ja, ich muss hier wirklich mal gefühlt erstmal eine Weile in der Nähe sein. So. Ja, ist auch gut, dass die jetzt nicht aufstecken. Sich aufstecken, weil wir müssen jetzt kurz in den Nether. Hol ich die Lava und ich werde dann die Lava an der Stelle da vorne, wo ich das Wasser habe. Obsidian verwandeln, das will ich jetzt ungern in der Aufnahme machen, weil das Abbauen dauert doch eine gewisse Zeit, auch wenn wir Effizienz drauf haben. Es dauert trotzdem. Es dauert so lange, wie es dauert. Ab in den Nether. Da ist die Lava heiß. Da, 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 da. Ja, ihr merkt, ich bin gerade wieder mal im Hirnlos-Modus. Ich dachte jetzt gerade, ich habe keine Goldrüstung an. Ich wollte schon wieder zurückrennen. Ich nehme es gleich mal mit. Aber auch nur deswegen, weil ich meine Spitzhacke dadurch noch ein bisschen reparieren kann. Nein, durch den Netherquarz. Na gut, wir haben ja einen oben noch einen Obsidian, da geht das. Ah, verdammte Axt. Das habe ich nur wieder nicht bedacht. Der Platz war genau ausgerechnet. Irgendwas zum Wegschmeißen. Nur Stöcke. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal dann den Weg auf jeden Fall zu dem anderen Nether-Portal ausrechnen. Das werde ich auch offscreen machen. Wie dann die Koordinaten im Nether sind.
So, aber ich würde das mal grob sagen. Wir sind erstmal durch, 25 Minuten plus. Ist eigentlich eine zu lange Folge für mich. Ich mache die jetzt offscreen zu Obsidian. Ich schaue das mal in die. Ja, wir brauchen eindeutig mehr Kisten. Hier muss ich dann auch langsam mal anfangen, das schön zu bauen. So, nichtsdestotrotz, kommentieren, abonnieren, liken, macht gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.